Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity Dead Kings und dem Beagle. Ich höre hier die ganze Zeit eine Katze miauen. Wir gehen in Richtung zweiten Rätsel und auf dem Weg kommen wir nämlich an einem Geschäft vorbei und dieses Geschäft möchte ich haben. Wo gehst du hin? Ich bin nicht übergeschnappt. Ja, ich weiß, wo du mir die Knochen brechen möchtest. Ja. Ich finde das Spiel aber doof, weil am Ende sterben Menschen und ich bin wieder schuld und das können wir nicht machen, Junge. Du wirst den Kürzeren ziehen und dann bin ich wieder der Mörder, der Massenmörder von vielen Menschen. Sehr vielen Menschen. Ich habe für die letzte Quest knapp 62 Leute umgebracht. Meint ihr, da mache ich Rücksicht bei euch? Meint ihr, da gebe ich einen Scheiß drauf, ob da noch drei Leute mehr drauf kommen oder nicht? Kein Scherz, Leute. Ich habe so wenig Orientierung in der letzten Quest gehabt, dass ich es rausschneiden musste. Falls einer das Finale bei mir nicht gesehen hat. Das war katastrophal. Was seid ihr eigentlich so aggressiv mir gegenüber? Ich habe euch nichts getan. Fürchtest du dich vor meiner nett gemeinten Intervention? Bist du taub oder wie? Alter, der folgt mir sogar. Sag mal, was bist du für ein Affe? Du bist wenig. Du bist weniger als ein Chef. Du bist einfach nur ein Depp. Nee, warte mal. Alle Verbrauchsgegenstände. Jetzt bin ich wieder pleite. Was soll's? Aber das ist das Rätsel, zu dem ich möchte. Ich werde niemals an die Armschienen kommen. Außer, im Café Theater ist mal wieder ein bisschen was an Action. Ich sehe mehr Revolutionen über Felder und Schimpfe emporragen die Kreuze Gottes unbelebt in leichter Brise. Das sind für mich keine Rätsel, das sind einfach für mich schlecht gemachte Reime. Reim dich oder ich fress dich. Sprichwort gibt's nicht. Oh, die sind direkt ein bisschen sauer, ne? Es macht nichts, ihr dürft ruhig... Ach, Kacke. Ich hatte eigentlich gehofft. Auf der Windmühle selbst? Wenn ich euch alle umbringen muss, um da dran zu kommen, ist das nicht mein Problem. Ich sag's nur, ja? Ich sag's nur. Ich müsste doch hier auch irgendwo das Rätsel sehen, oder? Hier ist übrigens eigentlich Schnellreise, aber... Okay, warte mal. Also irgendwas... Ah, da! Ich hab's gefunden. Mist, da muss ich euch halt alle umbringen. Immer diese Menschen, die so frech sind und mit Waffen ankommen, ehrlich. Nee, halt die Schnauze. Aua. Ah, jetzt kommt der nächste angerannt. Ist das dein Ernst, Kumpel? Ich weiß, dass ihr dreimal angreift. Ist mir egal. Also wirklich. Schämt euch mal. Mich hier einfach. Ich habe gerade schon mal gesagt, dass ich alleine in der letzten Quest 62 Menschen umgebracht habe. Ich will gar nicht wissen, was hochgerechnet, wie viele Menschen ich hier hochgerechnet umgebracht habe. Es gibt ja in bestimmten. Ich glaube, man kann in seinem Ubisoft-Konto. Im Newplay-Konto kann man tatsächlich, wie heißt es, nachgucken pro Spiel. Aha, Rätsel 2 ist irgendwo dort vorne, wo noch mehr Wachen sind. Ist ja schön. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Die dürfen mich nur nicht weiter sehen. Nein, nein, Arno. Nicht so aggressiv. Kumpel, nicht so aggressiv, ja. Wir wollen doch beide das Gleiche. Wir wollen beide das Gleiche! Wobei, ich bin mir bei dir manchmal nicht sicher, ob wir beide das Gleiche... Ach so.
Das zweite Rätsel gelöst. Neues Ziel, das letzte Rätsel lösen. Das ist wo? Irgendwo da hinten. Ah, okay, das ist ganz in der Nähe. Also da musste dann so ein Anno da hinkommen, damit das geht, ja? Na dann. Halt! Bleib da stehen! Nein, mach ich nicht. Nicht, wenn ihr mir das sagt. Das ist mir zu doof. Ich hab's gehört. Ich hör's, glaube ich. Ich hör's. Ich hab's gesehen und gehört. So, da. Habe ich gemacht. Und jetzt? Wieder durch die ganze Map, woanders hin? Schlafende Tote wecken, die Karte auf dem Tafeln folgen. Tun wir das doch mal. Ah, ich find's schön, dass sie mir hier auch trotzdem zeigen, wie viel Geld in meiner Café-Theatre-Box sind. Alle normalen Leute auch. Warum darf man hier nicht rennen? Was ist euer Problem? Warum macht Rennen euch so aggressiv? Weil ihr es nicht könnt, oder was? Auch hier kennt man mich mittlerweile schon. Was ist hier falsch mit allen Leuten? Alle kennen mich. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Es soundet nicht danach, dass es was Gutes ist. So, also. Ich muss also jetzt alten Relikten folgen, um Dinge zu tun, ja? Oh Gott, schockiert sind sie, dass ich sie umgerannt habe. Wo renne ich hier eigentlich gerade hin? Ich dachte eigentlich, ich bin relativ straight auf dem Weg zu der Mission und jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl. Irgendwie nicht. Naja. Aber ich bin noch fast da. Ich komme hier irgendwo hin. Geh mal rüber. Arno, wir müssen über das Gebäude drüber. So. Jetzt da runter, 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 runter. Ja, hallo. Leon? En garde! Ein Chakram aus Indien. So ein gerissener Dieb. Ich hab die beiden anderen gefunden. Und was passiert nun? Keine Ahnung, sag du's mir. Ein Licht gegen die Dunkelheit. Verschwinde, das ist geheim. Warte. Ich mag die beiden total. Sieh mal. Eine Karte der Höhlen. Das sehe ich mir selbst an. Du bleibst hier. Oh, Merd. Leo. Ich verwette meine neue Montur darauf, dass der junge Ida sein wird. Oh, das, da hat sie ihm das absolute... Da hat sie ihm doch tatsächlich sein Männerclub zerstört. Haben die mich jetzt gemeint? Ich habe gar nichts gemacht. Ich darf euch nur nicht anrempeln, das ist das Ding, ne? Nein, nein, ich bin nur auf der Durchreise. Beruhigt euch. Alles gut, gut. Ich sag euch, der kleine Junge wird uns eh folgen. Oh, ist das... Warte mal. Ist das hier drin? Ich hab's befürchtet, dass es da drin ist. Nun. Ich gehe trotzdem mal nach da hinten in der Hoffnung, dass es... Nicht ein Sperrgebiet. Er dreht sich gerade so wunderbar weg. Nee, Erlung. Ach, irgendjemand hat mich gesehen. Na? Aua. Halt. Ich blocke irgendwie gerade fantastisch. Thank you.
hatte ich fast das Gefühl, ich werde gebraucht. Aber irgendwie egal. Meine Mutter hat so verwirrt in der Tür gestanden und ich weiß gerade noch nicht, warum. So, ich plündere mal wegen Medizin. Sorry, wenn ihr das im Hintergrund hört. Gerade ist hier jemand angekommen. Vielleicht lag es daran. Oh, kann ich euch beide umbringen oder einen? Na gut. So, hier möchte ich rein. Ist das okay? Ist das machbar? Ich meine, ey, die Basilika ist so kaputt, da muss ich doch irgendwie reinkommen. Sag ich doch. Warte mal, da das Fenster. Das Fenster, dieses hier. Genau. Boah, wenn ich bedenke, als ich hier letztes Mal hingekommen bin, war ich einfach hoffnungslos überfordert mit einfach... Jetzt ist hier aber niemand mehr. Sind die noch alle tot vom letzten Mal? Anscheinend. Die königliche Krypta. Diesmal habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen besser ausgerüstet bin. Also alles gut. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich? 6. Ich brauche 9 für das, was ich haben möchte. Halte gedrückt, um die Laterne an oder aus. Was hast du genommen? Aber warte mal, ich, Entschuldigung, nein. Alles gut, ja? Bitte ganz ruhig, ganz ruhig. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Was zum Teufel? Ach, komm, ja. So meinst du? Ist es das, was du mir sagen wolltest, dass Eindringlinge sterben müssen? Keine Sorge, die Ratten werden sich um dich kümmern, da bin ich mir relativ sicher. Gott, was Mist, dass die Ratten jetzt drauf los. Ich weiß, dass jemand etwas gesehen hat. Einmal schön voll machen. Wo ist er denn? Also. Boah, wenn ich bedenke, wie ich am Anfang Schwierigkeiten hatte, jetzt irgendjemand sieht mich da nochmal her. Wie kannst du mich beim Looten stören? Wie frech bist du? Wenn ich looten möchte, loote ich verdammt nochmal. Echt mal. Unverschämtheit. Außerdem, wie kommt ihr überhaupt rein? Also, ihr habt hier gar nichts drin verloren. Ihr seht aus, als würdet ihr Teil mit der Ratten sein. Ja, ohne Witz, ne? Stehen bleiben! Oh. Sag mal, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Habe ich gerade den Anführer aus Versehen umgebracht direkt? Ich glaube, ich habe den Anführer umgebracht. Das heißt ja, wenn man den Anführer umbringt, dann haben die Leute keinen Bock mehr, sich mit mir anzu... Kann ich dich da hinten auch umbringen? Hi, na? Ein Duell, Monsieur! Nee, irgendwie nicht. Aua. Deine eigene Mutter wird dich nicht mehr erkennen. Deine eigene Mutter erkennt dich nicht mehr. Guck dich mal an, Junge. Ach, er hat eine Truhe verteidigt. Gib mir mal die Truhe. Ich kann die einfach so nehmen. Oh, gut, dass ich nicht, ja, ihr wisst schon, was braucht. Mörserbomben. Na gut. Ich will damit interagieren. Ja, interagier damit. Machen wir einfach mal voll. Sicher ist sicher. Wo sind die denn jetzt alle hin? Ja, er will nicht mehr. Er hat Angst vor... Die haben alle Angst vor mir. Was ist? Bist du jetzt der beste Einbrecher oder nicht? Ich habe das Gefühl, der Typ macht das nicht freiwillig. Los, B-Lines. Der Kommandeur will, dass wir warten. Will noch jemand warten? Darf ich ihn umbringen? Bitte? Ich will ihn umbringen, ehrlich. Ich will. Kann ich? Wir drehen uns im Kreis, sagen sie. Muss ich hier hin? Oh Gott, nein, 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 nein! Oh, Scheiße. Na gut, jetzt haben wir mal Geheimtrick Nummer 15.
Nein, nein, mein Hund ruft mich nicht. Ich habe nur ein bisschen Scheiße gebaut. Bitte. Warum? Muss ich denn so sterben? Was ist mit dir, Kumpel? Stell dich! Das war jetzt nicht so nett, die fliehenden Leute umzubringen. Andererseits hätten die auch jeden anderen umgebracht. Also fühle ich mich jetzt nicht ganz so schuldig, wenn ich ehrlich bin. Aber wo muss ich hin? Hier unten? Wollen sie mir das sagen, dass ich hier nach hier unten muss? Treten. Ah, okay. Mach mal bitte die Laterne an, ja? Kumpel, du machst mich nervös. Hier sind sehr viele Fledermäuse. Geschafft. Okay. Die Geheimnisse und Leuchttinte kann hier mit jeder Lichthülle aufgeladen werden. Nutze die Laterne, um versteckte Botschaften. Okay, ich versuch's. Keine Ahnung. Muss ich schnell genug sein? Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, wenn ich ehrlich bin. Gott, Anno, schnell. Ist das jetzt schnell genug gewesen? Nee, die sind schon wieder aus. Nee, das war nicht schnell genug, ne? Ich bin, glaube ich, einfach nicht schnell genug, wenn das ist. Warte mal. Ich verstehe es nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Jetzt? Warte, was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber darüber soll ich, glaube ich, auch nicht. Wartet mal. So, jetzt schauen wir nochmal. Also. Ja. 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 Ich check's nicht. Muss ich die richtige Reihenfolge machen? Ist das? Ich habe keine Ahnung. Gute Frau, sagen Sie mir doch was. Krieg ich mal einen Hinweis? Irgendeins, egal was für eins. Also irgendwie... Es hat was damit zu tun. Ja, soweit bin ich jetzt auch schon. Kann ich die Laterne irgendwie anders benutzen? Hä? Ich check's nicht, Leute. Ich check's wirklich nicht. Mal. Nee. Nee. Oh Gottchen. Arno. Pack die Taschenlampe aus. Was? Hier vibriert es manchmal, wenn ich... Nee. Schon wieder hier am Dings hängen. Leute, ich habe absolut keine Ahnung, was die mir hier mitteilen wollen. Eventuell hätte ich mir durchlesen sollen, worum es geht. Nein, komm. Oh, mach doch. Ah, no. Ich check's einfach nicht. Muss ich die ganze Botschaft vielleicht scannen? Also, dass ich sag, ich aktiviere
das hier, das hier, das hier und das hier und mache dann so. Ja, ist es das? Aber Leute, ich weiß einfach nicht, was sie von mir wollen. Das ist doch kein Rätsel, das ist irgendeine Scheiße. Ich check das Rätsel nicht, Leute. Ist okay. Noch irgendwas hier, was ich on machen kann? Nein. Ja, soweit bin ich ja halt auch schon, dass das was damit zu tun hat, aber er will ja auch manchmal zwischendurch einfach nicht auftreten oder so, ne? Es ist aber auch nicht das. Es ist nicht das. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Ja, aber es bringt mir was. Keine Ahnung, Leute. Ich kann mir halt nur die Reihenfolge vorstellen, dass die irgendwie Relevanz hat, aber ohne Tipps finde ich drauf losraten irgendwie sehr bescheiden. Ich kann da hinten hin. Nein, kann ich nicht. Hätte ja sein können, Leute. Hätte ja sein können. Ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein, weil es bringt mir nichts, hier weiter rumzurätseln, was das Rätsel von mir möchte, wenn ich nicht weiß, was das Rätsel von mir möchte. Och nö. Ehrlich? Seid ihr solche Arschlöcher? Ihr seid solche Arschlöcher. Oh. Merke, nicht da reinspringen, ey. Er hatte nur eine Flasche heute, habt ihr gehört, Leute? Nur eine Flasche hatte er heute. Das könnte ich auch nichts für, ne? Mein Schwert wird dein Tod sein. Will noch einer verrecken? Mach mal den hier. Ich sehe keine. Nicht den da, nicht den da! Ah, no! Ich will schon den richtigen. So, und jetzt komm noch mal. So, jetzt habe ich, glaube ich, meine Ruhe. Ich kann sie plündern, das ist schön. Wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich weiß, was die mir mit diesem Rätsel mitteilen wollen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Vermutlich ist es was super Simples und ich verstehe es nur einfach nicht, weil ich vielleicht nicht durchgelesen habe. Sie betreten eine Untersuchungsszene. Ja, danke. Mach doch! Ach, das ist schon jetzt aktiviert, oder was? Nee. Okay, ich werde jetzt nochmal durchlesen, was da steht. Ah, Moment. Geschafft. Geschafft. Aber was willst du von mir? Ja. Die geheimnisvolle Leuchttinte kann mit jeder Lichtquelle aufgeladen werden. Nutze die Laterne, um versteckte Botschaften, Karten und Hinweise aufzudecken. Ja, es ist ehrlich gesagt jetzt nicht so... nicht so zielführend. Also, haut rein, meine Lieben.